bauen. Also, ja, mal so ein Gewächshaus oder so. Ein Gewächshaus für dich, oder? Ja, ja. Schön, dass du da bist erstmal. Danke für die Einladung. Album ist am Start, Filter heißt es. Ich muss sagen, ich habe als erstes irgendwie an Kaffeefilter gedacht oder so. Und was sehr gut ist, ich liebe Filterkaffee. Aber eigentlich bezieht sich der Titel eher auf die Entstehungsgeschichte vom Album, weil sich das doll vom letzten unterscheidet. Beim letzten habe ich versucht, so viel wie möglich alleine zu machen. Und jetzt wollte ich unbedingt sehr viel mit anderen zusammenschreiben, in der Hoffnung, dass irgendwie meine Art, Song zu schreiben, irgendwie eine zusätzliche neue Farbe bekommt. Und in dem Sinn ist es ein bisschen als Herausfiltern gemeint. Und ja, das ist auch dann am Ende, wo ich ja, wie gesagt, der wesentliche Unterschied zum letzten Album, dass es musikalisch einfach ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und auch inhaltlich, glaube ich, ein bisschen positiver ist. Und man nicht unbedingt die ganze Zeit das Gefühl hat, man müsste mich in den Arm nehmen, sondern auch zwischenzeitlich das Gefühl hat, von mir mal in den Arm genommen werden zu möchten, zu wollen. Du weißt, was ich meine. Gibt es da auch so ein paar Bekannte, die du rangeholt hast, irgendwie zum Songwriter-mäßig oder so? Teezy ist zum Beispiel jemand, der total krass Songs in Strukturen denkt. Also da ist immer schon vorher klar, okay, da muss der Reim, muss ich hier fünfmal reimen zu der Zeile davor. Julian ist jemand, der total krass in Bildern denkt. Und ich bin derjenige, der ja eigentlich so ein bisschen so schreibt, wie er spricht. Ja, das stimmt. Und musste das eigentlich immer nur in meine Sprache übersetzen. Und so sind am Ende, glaube ich, 13 richtig gute Songs entstanden, die sich auch untereinander, glaube ich, überraschend doll unterscheiden. Ja, mir ist auch aufgefallen bei dem Song Hoch, der läuft ja jetzt auch überall im Fernsehen mittlerweile in der Werbung und so. Der ist so, also für mich ungewohnt laut. Ich kenne deine früheren Songs vor allem auch, weil ich damit so ein bisschen groß geworden bin. Hast du da an irgendeine bestimmte Situation gedacht? Ja, und es sind einfach so viele Situationen im Leben, die man so hat, wo man sich irgendwie ein Ziel setzt und kurz vorm Ziel, kurz davor es aufzugeben. Ja. Und im echten Leben würden dann wahrscheinlich irgendwie Freunde oder Familie kommen und auf einen einreden, so von dem Motto, Mensch, du kannst das schaffen. Mhm. Ne? Der Weg ist das Ziel, es macht nicht so richtig Sinn, macht erst Sinn, wenn du das Ziel erreicht hast. Ja, und ich habe einfach dann mir vorgenommen, einen Song zu schreiben, der diese Rolle übernehmen kann. Und die anderen Songs, worum gehen die so insgesamt? Also hast du da auch bestimmte Themen verfolgt? Ja, also ich finde, man kann es so ein bisschen fast so in so zwei Teile teilen. So die einen Songs, die so ein bisschen melancholischer sind, schließen so gefühlt mit Dingen ab. Und die andere Hälfte, die so ein bisschen positiver ist und auch musikalisch mehr nach vorne geht, sind irgendwie Songs, die sich halt auch nach vorne ausrichten und also in die Zukunft gucken und Energie haben und weiter wollen. Okay, Energie ist immer gut. Ja. Das letzte Album ist jetzt 3 Jahre auch her, ne? 2016. Ja, 3 Jahre, was hast du da so Schönes gemacht? Auch viel Urlaub. Nein. Und ich habe da einfach mit meiner Band sehr viel live gespielt. Erst waren wir auf großer Tour in den großen Hallen, dann haben wir Wohnzimmerkonzerte gespielt, Open-Air-Konzerte, alles, was so uns vor die Flinte kam. Und habe dann eigentlich nur darauf gewartet, dass mir irgendwann ein Song über den Weg läuft. Also ich einen schreibe, der irgendwie vorgibt, wo die Reise hingehen soll mit dem Album. Weil ich wollte unbedingt nur ein neues Album machen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, das sind Songs, die muss man Menschen zeigen und nicht einfach mehr sind von dem, was man von mir schon kennt. Hilft dir der Urlaub dann auch? Also wenn du so unterwegs bist, kannst du da gut Sachen mit in die Songs einbauen, oder? Ja, also ich habe versucht, im Urlaub Song zu schreiben. Aber es ist natürlich dann doch immer spannender, sich den Ort anzugucken, als sich hinzusetzen und bei 40 Grad über Texte nachzudenken. Aber trotzdem, wenn man so irgendwie andere Kulturen kennenlernt und sieht, wie andere Menschen ticken, das macht ja irgendwie was mit einem. So, und man kann wenn man im Ausland ist, ein bisschen besser aufs eigene Leben gucken, so ein bisschen von draußen den eigenen Alltag beobachten. Und das macht es dann nicht so einfach, im Urlaub zu schreiben, aber wenn man zurückkommt, hat man immer genug Ideen, um das dann zu Papier zu bringen. Wo warst du überall? Oh, wenn ich das jetzt aufzähle, hassen mich alle Menschen. Ich war in Kapstadt. Nee, erst war ich in New York letztes Jahr. Dann war ich in Kapstadt. Australien, Bali. Ja. Also ich bin, glaube ich, in diesem halben Dreivierteljahr mehr gereist als in meinem ganzen restlichen Leben zuvor. Da sind viele bestimmt neidisch auf jeden Fall. Ja. Jetzt bin ich auch versaut für immer. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil in einem Interview hast du auch mal gesagt, dass du gerne auch einfach mal für 5 Tage nach Mallorca, ne? Das ist aber ganz lange her, dass ich sowas gesagt haben könnte. Ist das total geändert? Allein der Flug ist für mich schon einfach Wahnsinn. Warum? Wegen der malle Leute da, oder? Ja, das ist mir nichts. Ich bin das letzte Mal, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Und da bin ich vorher in einer Fernsehsendung gewesen. Die eigentlich hätte die wahrscheinlich so um 10, 11 fertig sein sollen. Ja? Wir haben aber bis 4 Uhr morgens gedreht. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das jemals im Fernsehen gezeigt wurde. Ich hoffe nicht. Naja, jedenfalls habe ich dann währenddessen beschlossen, okay, dann mache ich halt durch. Weil mein Flug ging, glaube ich, 6 Uhr irgendwas.
Nach Mallorca. Bin dann quasi also ohne Schlaf an diesem Flughafen und habe mich da hingesetzt und neben mir haben zwei so Jungs die ganze Zeit auf ihrem Handy, also erwachsene Jungs, erwachsene, ne? Auf ihren Handys Spiele gespielt, während ich versucht habe einfach zu schlafen und mich dann die ganze Zeit angeschuckelt und so. Das heißt, boah, da bin ich wirklich, das war mir nichts. Da wird man dann auch mal ein bisschen genervt. Ja. Ja. Wenn du jetzt zu Hause bist, ich weiß nicht, dein Hund Fridolin gibt's noch? Ja, lebt noch. Der lebt noch, geht's gut? Ja, soweit ich das von außen beurteilen kann, ja. Okay. Ich habe in einem Insta-Post nämlich gesehen, dass der auch so ein bisschen faul ist. Und man sagt ja immer, dass das Herrchen da ein bisschen ähnlich ist. Bist du da auch eher faul, oder? Wir sind uns, was das angeht, tatsächlich ziemlich ähnlich, weil wir können ziemlich gut auch entspannen. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann sind wir total da. Das ist bei dem wirklich unfassbar. Und das ist bei mir eigentlich auch so, ich habe das oft vor Konzerten, dass ich mich frage, wie soll das jetzt gehen? Mhm. Also ich sitze dann da so und wirklich, wenn man mich anguckt, also Motivation in meinem Gesicht, ne, ist nicht vorhanden, weil einfach müde oder keine Ahnung. Ich werde einfach immer müde, kurz bevor das dann losgeht. Aber wenn du auf der Bühne bist, losgeht, ja, gut. Bin ich sofort auf 180, also im positiven Sinne 180. Ja. Und das ist bei meinem Hund wirklich genauso. Der kann den ganzen Tag liegen und nichts tun. Und dann geht die Tür auf und der spielt verrückt. Aber beim Gassigen hast du ihn getragen. Ich habe den wirklich nur für ein Foto angehoben. Ich würde diesen Hund niemals tragen. Irgendwo hintragen. Der kann gut alleine laufen. Der tut manchmal so, als würde das ganz schwer sein für ihn, aber das ist, ich habe das durchschaut schon. Gehst am ersten dann Tag. Auch immer selber mit ihm raus oder hast du auch mal... Nee, ich habe da Angestellte für. Nein, natürlich. Was soll denn sonst mit dem Hund rausgehen? Ja, aber es gibt doch bestimmt genug Leute, die viel vorhaben, die dann irgendwelche anderen Leute beschäftigen, dass die mit ihm rausgehen mal. Also wenn es so weit ist, dass ich mir jemanden leiste, der den Hund Gassi führt. Nee, habe ich nicht. Also natürlich, wenn ich nicht da bin, dann muss man jemand auf ihn aufpassen und der geht dann auch mit dem Gassi, aber... Also deshalb habe ich ja einen Hund. Ich finde das total schön, mit dem raus zu müssen bei Wind und Wetter tatsächlich. Ich genieße das total morgens. Das ist fast meditativ. Einfach mal so eine halbe Stunde frische Luft nach dem Aufstehen direkt. Du bist doch so ein Naturmensch, ne? Also, das klingt jetzt so abfällig. Nein, das klingt überhaupt nicht abfällig. Aber wenn, gehst du gern raus mit dem Wald oder so, ne? Wo nicht so viele Menschen sind. Und ja, gerne ohne Menschen, ja. Genau. Und machst du noch trotzdem anderen Sport? Also gehst du jetzt vielleicht noch in deiner Freizeit, wenn du mal Zeit hast, ein bisschen Fußball spielen irgendwie? Oder? Ja, bei Fußball spielen ist ja immer so ein bisschen die Problematik, dass man dafür mehrere Leute braucht. Das auf jeden Fall. Und dafür ist tatsächlich mein Terminkalender zu unvorhersehbar, als dass ich jetzt immer mir 10 Leute ran organisiere, um mit denen Fußball zu spielen. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Ja, aber ich versuche trotzdem irgendwie Sport zu machen. Also, ne, also grundsätzlich so mit mir selber. Also ich meine das jetzt so wirklich sportmäßig. Ja. Also mit eigenem Körpergewicht, so ein bisschen so ne, Stabilisierungssachen. Mhm. Gehe laufen, golfe zwischendrin auch mal. Golfen? Ja. Klingt jetzt nicht so wie Sport, aber ist auch Sport. Ich habe keine Ahnung von Golfen, deswegen kann man ich auch. Man ist einfach viel draußen, bewegt sich und kann alleine spielen mit ganz vielen anderen zusammen. Man kann mit jedem spielen, egal wie gut er ist. Ist doch nicht langweilig, alleine zu... Ja, es gibt bestimmt Menschen, für die das richtig langweilig wäre, aber ich liebe einfach so den Wettbewerb gegen mich selbst tatsächlich. Also man kann einfach beim Golfen niemand anders die Schuld geben. So, wenn ich schlecht spiele, dann ist das, weil ich gerade einen schlechten Tag habe. Ja. Und das ist ja das Schwierigste tatsächlich, mit sich selber so zu entspannen, dass man da gut spielt. So. Mhm. Deshalb mache ich das sehr gerne. Nach dem Fußball, ne, da warst du ja auch... irgendwie Autos versteigert. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Genau, für mich war eigentlich immer klar, ich möchte Sänger werden und ich habe eigentlich, wie gesagt, so ein bisschen auf den richtigen Moment gewartet. So nach dem Abi dachte ich, wer möchte einen 18-Jährigen übers Leben singen hören? Ich hätte über Schule singen können, über Fußball, braucht kein Mensch. Dann habe ich, wie gesagt, Theologie erstmal studiert. Danach hatte ich ja auch das Gefühl, es ist noch nicht so weit und dann kam halt dieser Auktionatorenjob. Und jetzt tatsächlich, dadurch fällt mir das wirklich deutlich leichter, vor Menschen einfach frei zu reden. So, weil, so ein Klischee-Autohändler, ne? Wenn man dem so mit 25, und ich sehe ja viel jünger aus, als ich bin, also ne, sah halt aus wie 18, kommst du da raus und da sind so 200 Klischee-Autohändler und erklärst denen dann, wo der Hase langläuft. Ja. Wenn das klappt, war klar, dann wird es auch auf einer Bühne klappen, wenn ich singe. Und gab es da irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, ich will jetzt nicht mehr, ich will jetzt Musik machen? Oder? Dann war es am Ende wirklich eine Stimmbandentzündung, lustigerweise. Und ich war halt einfach erkältet und habe dann aber auch noch Konzerte gespielt mit meiner Band. Und auktioniert. Ne, und man schreit da 5 Stunden rum einfach. Und redet ganz viel, ganz laut. Ne, und dann musste ich dann 2 Wochen schweigen wegen der Stimmbandentzündung. Kam wieder. Man musste dann halt bei -2 Grad hier in der Nähe von Berlin eine Auktion leiten. Und da wirklich bei jedem Wort gedacht, okay, ich mach mir gerade mein Leben kaputt. Ich will ja Sänger werden. Ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich hiermit fertig bin, kann ich nie wieder sprechen oder singen. Und habe da beschlossen, der Tag ist gekommen. Und dann habe ich tatsächlich gekündigt und jetzt bin ich hier. Jetzt bist du hier, richtig. es gibt ja, ich weiß nicht, guckst du ab und zu mal Fernsehen?
Also, oder eher dann doch lieber Netflix. Ich gucke nur Bachelor, Bachelorette, Love Island, Sommerhaus der Stars, wie heißt das andere noch gleich? Das ist ja auch Qualität. Paradise Hotel, das sind die Sachen. Kannst du dir vorstellen, so schauspielermäßig? Nein. Also vorstellen kann ich mir eine ganze Menge, aber das wird nicht, wahrscheinlich nicht passieren. Ich könnte mich, wenn, dann selbst spielen, aber selbst das auch wahrscheinlich nicht, weil ich mich dann die ganze Zeit selber dabei beobachte und es ganz komisch finde. Auch nicht, wenn du eine Rolle so richtig geil findest einfach? Nee, also das erstmal, also wie gesagt, der erste Punkt ist, dass ich glaube, dass ich das nicht richtig gut kann. Also auch ne, all meinen Versuchen, die ich auch in Kindestagen gestartet habe, ich kann das einfach nicht. Und die zweite Sache ist, dass, also ich glaube, ein richtig guter Schauspieler, spielt nicht. Ich musste einmal in meinem Musikvideo keine Maschine, da musste ich ums Überleben kämpfen quasi. Und am Ende hat das nur gut funktioniert, weil ich irgendwann wirklich über mein Überleben gekämpft habe. So, ne? Also du musst quasi das wirklich fühlen, was du da machst. Und also ich frage mich, wie man das macht, ohne schizophren zu werden. Also wenn ich jetzt ne, einmal irgendwie hier einen Serienmörder spiele und am nächsten Tag irgendwie einen, keine Ahnung, einen Geistesgestörten. Du meinst, wenn man ich habe so ein bisschen Angst, dass davon immer ein bisschen was hängen bleibt. Deshalb lieber nicht, Schuster bei deinen Leisten. Und ich muss ja in meinen Musikvideos hin und wieder ein bisschen schauspielern. Das ist für mich schon. Das reicht. Ohne Sprechen vor allem, das ist. Das reicht mir schon. Wie sieht außerhalb der Musik so ein normaler Tag bei dir aus dann? Also, wenn du mal vielleicht nicht so viel vorhast. Jetzt gerade ist ja sowieso stressig und so. Aber. Ja, tatsächlich relativ abwechslungsreich. Mhm. Weil ich doll dazu neige, mir irgendwelche Projekte zu suchen, die ich so machen könnte. Sei es hier mal einen Keller entkernen, da mal irgendwas bauen. Ich denke mir immer irgendwas Neues aus, tatsächlich. Bauen? Also ja, mal so ein Gewächshaus oder so. Ein Gewächshaus für dich, oder? Ja. Und die stehen dann bei dir rum, oder? Nee, das war auf jeden Fall das letzte, die letzten beiden größten Projekte waren tatsächlich, dass ich meinen Keller entkernt habe, um mir da so ein bisschen mein Studio auszubauen. Und dann kam der Sommer, dann habe ich mir ein Gewächshaus gebaut, um so ein bisschen Tomaten anzupflanzen und so. Und läuft noch? Nee, ich bin jetzt umgezogen. Ah. Deshalb, also das ist auch der Klassiker, dass ich, wenn ich dann fertig bin, dass ich dann umziehe. Das, ja. Und es steht jetzt aber noch da, wo du das gebaut hattest, oder? Ja. Jetzt, wo ich da nicht mehr wohne, kann ich dir gerne die Adresse geben, kannst du mal gucken. Wichtiges Thema, weil wir es gerade auch in der Redaktion so ein bisschen hatten, wenn du ein geiles Paar Schuhe im Geschäft siehst und dir sagst, ich will es jetzt am nächsten Tag kaufen und dann siehst du aber irgendeinen Kumpel oder so, der die Schuhe schon hat, würdest du sie dir trotzdem holen oder dir ein anderes Paar? Würde ich mir trotzdem holen. Das sind so Situationen, die gibt es in meinem Leben nicht. Gibt es aber leider bei so. Oh, du hast auch die Schuhe, die möchte ich jetzt nicht mehr. Nee, da bin ich wirklich ganz unemotional. Wenn mir irgendwas gefällt, also es kann auch sein, dass ich jetzt diesen Pullover an dir sehe und mir sofort morgen diesen Pullover kaufe, weil ich den gut finde. Ich finde es auch nicht schlimm. Also warum noch? Lieber für den Rest deines Lebens nur noch deinen Song nur noch kurz um die Welt retten. Nur noch kurz die Welt retten, singen oder nie mehr im Leben singen? Dann würde ich immer den Song singen. Ja? Ja. Würde das nicht irgendwie auf die Nerven gehen? Das ist so eine, ich glaube, dass also mir wird oft die Frage gestellt, ob es mir auf den Keks geht, den Song zu singen. Und ich frage mich deshalb die ganze Zeit, wie man darauf kommt. Und ich habe die Theorie, dass das bestimmt, wenn man einen Song nicht selber geschrieben hat, und der dann aber ein Riesenhit geworden ist, wahrscheinlich ist das auch der einzige, den man nicht selber geschrieben hat, der dann ein Riesenhit geworden ist, dass man dann total genervt davon ist, wenn man gerne selber das gemacht hätte. Aber dadurch, dass ich den Song selber geschrieben habe, beziehungsweise, wir haben ihn zu dritt geschrieben, aber das ist halt mein Song. Es gibt nichts Besseres, als einen Song zu haben, bei dem man weiß, dass egal, wo ich hinkomme, 9 von 10 den mindestens kennen, wenn nicht sogar wirklich mitsingen können. Das ist die größte Auszeichnung, die man als Songwriter haben kann. Bist du eher spontan oder so planst du alles? Beides. Beides. Ich glaube tatsächlich seit neuestem, das ist gerade eines meiner Lieblingsthemen, dass wenn ich mich richtig gut vorbereite auf Dinge, zum Beispiel auf ein Live-Konzert, wenn ich mir wirklich vor mich hinsetze und vielleicht auch mal so eine Ansage aufschreibe, was ich noch nie gemacht habe, habe ich jetzt einmal getestet, dass ich dann viel spontaner bin tatsächlich. Ich liebe es, spontan zu sein, aber ich bin viel besser darin, wenn ich gut vorbereitet bin. Ja, das jetzt auf Musik bezogen, so im Privatleben bin ich super spontan, da wird nichts geplant. Wenn ich eine Reise plane, buche ich mir einen Flug und ein Hotel und der Rest passiert. Kann auch sein, dass ich erst den Flug buche und vor Ort nach dem Hotel gucke. We'll be right back.